Liebe Göttingerinnen und Göttinger, gern hätte ich Sie zu einem Neujahrsempfang in die Lokhalle geladen. Aber auf dem Höhepunkt der vierten Welle der Corona-Pandemie ist das, glaube ich, keine gute Idee. Deshalb übermittle ich Ihnen meine besten Wünsche für das neue Jahr auf diesem Wege. Und ein kleiner Lichtblick: Den Empfang der Stadt wird es geben, wenn die Pandemie es zulässt. Und ich freue mich schon jetzt, Sie dann begrüßen zu können. Wir sind bislang unheimlich gut durch die Pandemie gekommen. Und trotzdem weiß ich aus Gesprächen mit Ihnen, dass sich viele Menschen in unserer Stadt Sorgen machen. Sorgen um die eigene Gesundheit und die ihrer Familie. Sorgen um den Arbeitsplatz und auch Sorgen um die Kinder, die viele Einschränkungen erdulden mussten und immer noch erdulden müssen. Nach 2 Jahren zerrt die Pandemie an uns. Ich bin überzeugt, nur solidarisch und zusammen sind wir stärker als das Virus. Ich möchte gerne wieder eine belebte Innenstadt sehen. Partys und Konzerte, in denen wir uns alle ausgetobt zusammentreffen können. Kinder, die morgens sorglos in die Schule gehen und nachmittags im Sportverein sich austoben können. Oder einfach nur Menschen, die sich umarmen, weil sie sich begegnen und das ganz normal ist. Und das erreichen wir nur, wenn wir uns alle impfen. Und deshalb appelliere ich an Sie. Nein, ich fordere Sie auf, gehen Sie zur Impfung. Es ist ausreichend Impfstoff vorhanden. Holen Sie sich Ihre Erst- oder Boosterimpfung ab. Jetzt, bitte. Nicht nur Corona beschäftigt uns alle. Vor uns liegen in den nächsten Jahren große Herausforderungen. Es gilt, Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Zum Beispiel, wie wollen wir zusammen leben? Was macht Göttingen auch weiterhin liebens- und lebenswert und das Miteinander sozial gerechter? Und wie gestalten wir den Wandel in eine nachhaltige und klimaneutrale Stadt? Wie gelingt es uns dabei, alle Menschen mitzunehmen und niemanden auszugrenzen? Antworten auf diese Fragen möchte ich nicht allein am Schreibtisch treffen. Dazu brauche ich Sie. Es wird also in Zukunft darum gehen, mehr Beteiligung zu wagen. Mein Ziel ist ein Göttingen für alle. Das war kein leerer Spruch im Wahlkampf. Das ist auch meine Maxime im Handeln als Oberbürgermeisterin. Ich setze mich dafür ein, dass Göttingen ein starker Lebens-, Wohn- und Studien- und Arbeitsort wird und dass alle Menschen hier die Bedingungen finden, die sie brauchen für ein glückliches Leben. Sie möchte ich gerne einbinden. Gemeinsam bekommen wir das hin. Und deshalb wird es künftig mehr und andere Formen der Beteiligung geben. Zum Beispiel in Veranstaltungen digital oder im neu zu gründenden Bürgerinnen- und Bürgerrat. Dass wir das hinbekommen, das glaube ich ganz sicher. Denn Göttingen ist eine soziale und eine solidarische Stadt. Bei uns wird Zusammenhalt großgeschrieben. Das konnten wir schon während der Pandemie sehen, als viele Menschen für ihre Nachbarn einkaufen gegangen sind oder als die Vereine Impfaktionen für viele Göttingerinnen und Göttinger organisiert haben. Und das sind nur 2 von unendlich vielen Beispielen. Auf dieses ehrenamtliche Engagement bin ich sehr, sehr stolz und ich danke allen ganz herzlich, die mitgewirkt haben. Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne schauen und mit Zuversicht das neue Jahr beginnen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, viel Erfolg, Glück und Gesundheit Ihnen und den Menschen, die Ihnen nahestehen. Danke.